Hallo zusammen. Heute gibt es mal wieder was Besonderes. Ein Yoga 2 mit Flüssigkeitsschaden. Das Teil ist schon repariert. Deswegen will ich euch einfach allgemeine Hinweise geben, was muss ich machen, wenn ich Flüssigkeit im Notebook habe. Ganz wichtig, sofort ausschalten. Wenn möglich, sofort den Akku aus dem Gerät nehmen. Nicht umdrehen, wenn möglich. Das ist nicht in jedem Fall möglich. Und nicht mehr einschalten. Möglichst schnell in die Werkstatt gehen oder das Notebook aufschrauben und reinigen. Das Mainboard muss sauber sein. Je länger man wartet, desto geringer sind die Chancen, dass sich das Mainboard nochmal retten lässt. Ich habe jetzt hier so einen Fall, da hat der Kunde eindeutig zu lange gewartet. Das Mainboard war kaputt. Zusätzlich ist es noch ein Ultrabook. Sprich, beim Ultrabook lässt sich so ohne weiteres der Akku gar nicht rausnehmen. Die Ultrabooks gehen in aller Regel von unten auf. Ich habe die Schrauben schon mal rausgemacht. Und hier wäre der Akkuanschluss. Ganz wichtig, so schnell wie möglich das Notebook stromlos machen bei Flüssigkeitsschäden. Was passiert, wenn man zu lange wartet oder versucht wieder einzuschalten, kann man schön am alten Mainboard sehen. Das ist der Hauptschaltregler für die Stromversorgung der CPU. Abgebrannt, hier Korrosionsschäden. Der Kunde hat eindeutig zu lange gewartet. Keine Chance mehr für eine Reparatur. Das Mainboard ist kaputt. Dann kommt gleich der nächste Schock. Dieses Mainboard ist hoch integriert. Es enthält sowohl den Arbeitsspeicher als auch die CPU, alles aufgelötet. Dementsprechend steigt der Ersatzteilpreis. Die Reparatur war nicht ganz preiswert. Alles nur, weil der Kunde zu lange gewartet hat. Nochmal. Sofort ausschalten, sofort aufmachen, so schnell wie möglich reinigen. Dann halten sich die Schäden in Grenzen.